Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Ultra Despair Girls. Wir sehen jetzt also die Trumpfkarte. Und das ist unsere letzte Hoffnung. Wir sind so weit gekommen, aber das ist einfach zu verdächtig. Komaru, öffne die Tür, aber sei vorsichtig. Also bin ich diejenige, die die Tür öffnen muss? Ja, sieht so aus, meine Liebe. Dann mal los. Wir stellen uns, was auch immer uns dort erwartet. Wir haben keine Angst. Was ist das denn? Das ist ja ein Riesen-Monokuma. Oh Gott, ist der groß. Das ist ein Monokuma. Ja, ein riesiger. Ja. Unsere Trumpfkarte, die letzte Hoffnung für uns Erwachsene. Dieser Monokuma ist die letzte Hoffnung? Es ist nicht nur ein riesiger Monokuma. Es ist eine geheime Waffe, die gebaut wurde von der Towa Group, falls wir jemals die Stadt verteidigen müssen. Wenn wir Big Bang Monokuma jetzt einsetzen, dann können wir kämpfen und uns die Stadt zurückholen. Genau wie ich mir dachte, das ist falsch. Wieso hat die Towa Group so etwas hergestellt? Und nicht nur das, diese ganze Fabrik. Ihr habt hier Monokumas hergestellt? Was ist die Bedeutung dahinter? Wieso werden sie in Towas Fabrik hergestellt? Oh, sag mir nicht. Wehe, du bist am Ende noch der Mastermind oder so ein Scheiß. Hey, kommt schon, wenn ich dahinter stecken würde, warum sollte ich dann zulassen, dass ein Monokuma mir den Arm bricht? Dann solltest du besser anfangen zu sprechen. Die Monokumas, die hier hergestellt werden, sollten eigentlich der Welt vorgestellt werden als Maid-Roboter, also als Hausbedienstete. Sie sollten einem im Alltag helfen und außerdem bei gefährlichen Laboraufgaben unterstützen. Aber diese Kinder haben sie übernommen. Und in welcher Art und Weise soll dieses gigantische Ding eine Maid sein, bitte? Dieser hier ist besonders. Habe ich doch eben gesagt. Er wurde gebaut, um die Stadt vor Gefahr zu schützen. Und warum habt ihr es dann aussehen lassen wie ein Monokuma, wenn diese Dinger doch eigentlich Maid-Roboter werden sollten? Hey, die Schuld liegt nicht bei mir. Ich habe das Design nicht ausgewählt. Derjenige, der sie entwickelt hat, hat das Design ganz allein ausgewählt. Ich bin nicht schuld, ist die klassische Ausrede, oder gib mir nicht die Schuld, ist die klassische Ausrede, wenn man der Verantwortung aus dem Weg gehen will. Typisch. Typisch. Es ist, wie es ist. Zu der Zeit, als die hergestellt wurden, hatte ich nicht mal Ahnung davon. Ach, warte. Derjenige, der sie entwickelt hat.
Was ist denn jetzt los? Ja, war ja klar, dass hier irgendwas passiert bei dieser Menge an Munition, die wir bekommen haben. Und alles Kampfmunition. Na, da kommt jetzt aber eine fette Sequenz, oder? Oh. Okay. Was auch immer. Okay. Ah. Was ist sein Gesicht? Es wurde weggelöscht. Was ist das? Dieses Kind, das ist doch das, das uns gehen lassen wollte, richtig? Hab euch gefunden, Dämonen. Ich kann es nicht glauben, dass ihr so etwas versteckt gehalten habt. Lass mich raten, sie hat dir davon erzählt? Wenn sie es nicht kontrollieren kann, will sie, dass du es zerstörst? Tja, das werde ich nicht zulassen. Das ist die Hoffnung, die wir endlich für uns gefunden haben. Ihr wollt unser Paradies zerstören mit so etwas. Das werde ich nicht zulassen. Alle erwarten so viel von den Kriegern der Hoffnung und von mir. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, musste ich das Paradies ganz allein erbauen. Also erwartet mehr von mir. Ich werde härter arbeiten, ich werde es tun, was auch immer, aber bitte verlasst mich nicht. Vater, Mutter, große Schwester Junko, Monaka. Mehr, 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 erwartet mehr von mir. Was stimmt nicht mit dem? Der ist ja total durchgeknallt. Wie konnte er nur so werden? Ich kann es tun. Ich kann es wirklich tun, denn von allen Kriegern der Hoffnung bin ich der Beste darin, diese Roboter zu kontrollieren. Oh, es kommt verkörperter Kampf. Oder? Oder noch Sequenz. Okay. Nee, immer noch nicht. Er ist total durch. Was sollen wir tun? Sollen wir einfach abhauen? Aber Haiji sagte... Der große Monokuma ist die letzte Hoffnung für alle in der Basis. Wenn wir jetzt abhauen, dann wird dieser Monokuma zerstört werden, richtig? Die letzte Hoffnung für die Erwachsenen wird fort sein. Du willst dieses Ding tatsächlich beschützen?
Ist dir klar, was du da tust? Das ist zu gefährlich. Aber dann wiederum... Vielleicht müssen wir kämpfen. Vielleicht hat die Rede einer gewissen Person mich tatsächlich beeinflusst. Das passt ja gar nicht zu mir. Aber es wird schon gut gehen. Schau, wie weit wir gekommen sind. Ja, du hast recht. Okay. Jetzt sieht's nach Kampf aus. Oh! Oh! Okay, das, was auch immer... Huch! Au! Der hat mir voll in den Rücken geschossen! Das Kerl! Dance! Wow! Ups! Wieso denn gerade Dance? Au! Okay, also wenn dieser Cursor ist, dann müssen wir aufpassen, wo er gerade steht. Okay, das bringt ja mal gar nichts. Ich weiß nicht, wozu wir Dance bekommen haben, aber... Au! Ja, das läuft ja richtig gut. Oh, das war ein Herzen, Gott sei Dank. Ich habe gerade keine Ahnung, wo er ist. Okay. Ich glaube jetzt... Oh. Nein! Au! Ja, klar. Na, das ist gerade ein Herz. Was war das denn plötzlich für eine Veränderung? Wo ist er denn? Oh, oh, Hilfe. Jetzt ist er sauer. Huch. Wo ist er denn? Ach, da. Au, oh Mann. Ey, Hilfe. Ab und an habe ich ihn, glaube ich, getroffen. Zumindest hat er so ein bisschen rot geleuchtet. Au! Oh, verflixt. Wow. Das war unfair. Ach, er ist erledigt. Ach so, das war sowas wie sein Final Move. Okay, cool. Boing, Kopf ab. Oh Mann. Ich glaube, der hat das nicht überlebt. Schein, es ging es uns gut. Aber was ist mit diesem Kind? Man kann wohl sagen, das hat er nicht erwartet. Sorry, das war nicht lustig. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir müssen ihn retten. Okay. Lass ihn einfach. Wenn wir dieses verrückte Kind retten, dann wird er nur das Gleiche wieder tun. Er wurde vermutlich sowieso
zerdrückt. Wir können ihn nicht retten, selbst wenn wir es wollen. Zerquetscht wohl eher. Zerdrückt. Hört sich ein bisschen zu nett noch an. Viel wichtiger, schaut euch das an. Endlich haben wir es. Die Hoffnung, endlich haben wir unsere Hoffnung. Hoffnung. Wunderbar, lasst uns das in das Hauptquartier der Gegner fahren. Fahren in den Monokuma oder auf dem Monokuma? Oh, keine Sorge, diesmal fährst du nicht. Du bist sowieso nicht dazu in der Lage. Die einzigen, die das können, sind ich und mein Vater. Also muss ich das Ding eigenhändig bewegen. Nun, lasst uns mit der Gegenattacke beginnen. Sobald die anderen das sehen, werden sie bestimmt motiviert sein. Ja, also ist auf jeden Fall eine anständige Waffe, sag ich mal. Ne? Ist nicht ohne. Ganz schön groß und bestimmt auch ganz schön stark. Was ist das denn? Das ist eine Folterkammer, oder? Ich bin mir sicher, Nagisa wurde mittlerweile von der Hoffnung der Erwachsenen zerquetscht. Genau wie Monaka erwartet hat. Genau wie ich dachte. Er hat meine Erwartungen genau getroffen. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Nun denn, ich sollte mich um die letzten Vorbereitungen kümmern. Nun komm schon her. Öffne mit Monaka die Tore der Hölle. Oh, ihr auch, Mom und Dad? Oh oh. Bald kommt der Höhepunkt. Euer Kind wird wiedergeboren als Nachfolger von Junko Enoshima. Oh Gott. Oha. Ah! Oh, ich habe aber einige Hidden Kids verpasst. Ups. Tokus Fantasy. Oh, blauer Hintergrund hatten wir noch nicht, oder? Deine Belohnung wird zurückgehalten. Selbst wenn du mich anflehst wie ein Hund, ich werde nicht nachgeben. Wenn du von den Togami anerkannt werden willst, bring Resultate. Oh, schade, wir kriegen nichts diesmal. Ach naja, 100 Monocoins. Aber nichts Cooles halt leider. Naja. Chapter 4 ist geschafft, cool. Ich fand es jetzt nicht so cool, die ganze Zeit in dieser Untergrund-Dingens, alles Metall und so, aber naja, es war okay. Schauen wir mal, was uns dann im nächsten Kapitel erwartet. Auf jeden Fall speichern wir jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Ultra Despair Girls wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.